Herzlich willkommen, liebe Imperiumsmitglieder, zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Heute machen wir wieder ein Q&A-Special und ich möchte zunächst mal den vielen Leuten danken, die doch relativ positiv auf dieses Format reagiert haben. Zeigt mir auf jeden Fall, dass ich was richtig mache. Erneut die Ankündigung, wenn ihr mir Fragen stellen wollt, geht einfach unter in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu Ask.fm. Ihr könnt mir diese Fragen stellen und dann was Glück, werde ich sie in diesem Video beantworten. Also, eine Frage, die ich bekommen habe, ist, welche sind deine Lieblingsspiele-Soundtracks? Ich meine, das ist jetzt schwierig auf einen Punkt zu bringen. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, Mega Man Dr. Wily Stage ist relativ weit oben dabei. Donkey Kong Country 2, Sticker Boss Symphony, Donkey Kong Country Aquatic Ambience, vom The Legend of Zelda Twilight Princess The Next Light Spirit. Und ich versuche gerade einfach durchzugehen. Von Super Mario 64 natürlich. Die Musik, die bei der Piratenbucht Panik spielt. Fällt mir noch was ein? Donkey Kong 64 Kristallkaverne. Ja, das sind jetzt. Ich mal so. Ah ja, genau. Dungeon Siege, Festung Rot. Das sind, glaube ich, so die Top-Videospiel-Soundtracks, die mir gerade einfallen. Und bestimmt sind auch einige von Xenoblade Chronicles dabei, aber ja. Das ist das jetzt, was ich so zunächst mal sagen würde. Okay, wieder eine Pokémon-spezifische Frage. Erwartest du für die nächsten Pokémon-Hausspiele wieder Arenen oder ein weiteres neues Konzept oder eine andere Einbildung der Prüfung? Ganz ehrlich, ich wünsche mir eigentlich, dass man tatsächlich versucht, irgendein anderes Konzept zu finden. Die Arenen, ich meine, man kann es immer noch gut machen, aber man hat eben mit X und Y doch gesehen, wie müde Game Freak schon immer bei diesem System zu sein scheint. Weil bei X und Y hatte man einfach diese ganzen Arena-Leute, die überhaupt keine Einbildung in die Story haben, außer vielleicht Viola, die ich aber auch nur wegen dem Anime so richtig kenne, die kaum Bedeutung hatten, dann irgendwie nur drei Pokémon immer hatten, was immer drei Pokémon waren, die man davor nicht gesehen hat und einfach so vergesslich waren. Jetzt, die waren so uncharismatisch, man hatte überhaupt keine Beziehung zu denen, was bei Einal übrigens anders war. Bei Einal konnte ich mir so ziemlich jeden Arena-Leiter sofort merken. Jetzt bei den Trophäenmitgliedern nicht unbedingt, wobei sie auch ein bisschen mehr Charme hatten, aber zumindest bei den Arena-Leitern. Und das ist dann doch etwas, wo ich auf jeden Fall sagen würde, Game Freak scheint ein bisschen ein Problem zu haben, die Arena-Leiter umzusetzen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man, ich meine, außer natürlich, man kennt so das irgendwie in schwarz und weiß, dann ist cool. Aber was ich mir generell wünschen würde, wäre, wenn man versucht, mehr in die Richtung zu gehen, dass man tatsächlich Prüfungen hat, diese Prüfungen jedoch aus mehr bestehen als Sammelzeug und der ordne die Fotos irgendwas zu, dass man irgendwas sich einfallen lässt, was den Wiederspielwert deutlich steigert. Weil das ist mein größtes Problem bei den Prüfungen, ist, dass der Wiederspielwert einfach so niedrig ist, was daran liegt, dass man bestimmte Sachen einmal ganz lustig sind und dann eigentlich nie wieder. Gerade Kiawes Prüfung ist, glaube ich, einer der besten Beispiele mit diesem Wanderer, der dann plötzlich random auftaucht und was sie absolut, man auf jeden Fall weiß, was kommt, man hat keinen Joke mehr dahinter und die Prüfung ist deswegen easy peasy. Also, dass man sich dabei irgendwas einfallen lässt, nicht unbedingt Zeug sammeln, das finde ich, ist immer das Schlechteste, was man nerviges machen kann, wenn man random Zeug farmen muss oder so. Nein, aber einfach irgendwas in die Richtung, was ein bisschen spannend ist. Vielleicht Kurse. Ja, so ein bisschen etwas wie das Rätselhaus, nur ein viel, viel größer, wo man dann immer kleinere Kurse überwinden muss, was so ein bisschen was mit den Arena-Rätseln zu tun hat. Zugleich aber sozusagen den Wiederspielwert ein bisschen steigert und diese Sachen nicht ganz so einfach macht. Ich glaube, das wäre das, was ich mir in der Zukunft am besten wünschen würde. Ich weiß allerdings nicht, ob wir jemals wieder so eine starke Charakterisierung haben werden. Weil bei Alola ging es ja gerade um diesen Zusammenhalt auf der Insel, um dieses Familiengefühl, sage ich mal, was da vermittelt wurde. Und deswegen glaube ich nicht, dass man es schaffen wird, was auch immer danach kommen wird, so stark darzustellen, wie man das in Alola gemacht hat.
Aber ich hoffe, dass man sich doch bemüht, auch diese gut in die Story einzubinden, sodass sie nicht einfach nur wie random Charaktere wirken. Dass ich so etwa machen würde. Wie würdest du dir vorstellen, wenn der neue Star Fox kommt? Also ich würde es so richtig feiern. Ich meine, der neue Star Fox hatten wir ja gerade erst. Ich meine, gut, mehr oder weniger gerade erst. Star Fox Zero ist jetzt gar nicht mal so lange her und ja. Kam nicht unbedingt so gut an, was eben auch daran liegt, dass es einfach unbequem zu spielen ist. Also ich habe Leute argumentieren hören, dass die Motion-Steuerung eigentlich okay ist, weil sie das tatsächlich zum Spielerlebnis beiträgt. Okay, fair enough. Aber es ist einfach umständlich, die ganze Zeit mit diesem Ding hin und her zu wackeln. Vielleicht verstehen das die Leute nicht. Man möchte in vielen Fällen einfach Gaming haben, in welchem man auf seinen Fernseher schon den Controller vor sich hat und einfach keine komischen Bewegungen im Zimmer machen muss. Das ist eigentlich nicht allzu schwierig zu verstehen. Und ich glaube, da liegt eigentlich nicht das ganz große Problem. Und daher weiß ich nicht, ob Star Fox im Moment eine gute Idee wäre. Wenn man auf jeden Fall neue Star Fox will, muss man mit der Serie endlich weiterkommen. Ja, ich habe das Gefühl, dass Star Fox Zero erneut einfach nur ein Star Fox 64 war, aber ein anders. Klar, ich meine, Returns könnte man sagen, war auch ein Donkey Kong Country, aber ein anders. Aber das war doch deutlich länger, sage ich mal, der Returns-Teil als jetzt der Super Nintendo-Teil. Ich glaube, Star Fox, man muss sich wirklich überlegen, wie kann man diese Serie effektiv fortsetzen. Ja, vielleicht wie in Star Fox Adventures einen Story-Mode einbauen, der aus mehr besteht, als einfach nur von einer Schlacht zur anderen zu gehen. Der auch mit Zwischenpassagen, damit ich sage jetzt nicht flat out, dass man ein Action-Adventure draus machen sollte. Aber dass man einfach versucht, so ein bisschen mehr in diese Story praktisch hineinzubringen. Dass man versucht, mehr mit Multiplayer oder die Multiplayer-Modi spannender zu gestalten. Und ja, dass man einfach versucht, diese Serie, ich will nicht sagen, weiterzuentwickeln. Aber es wäre doch das Beste. Nicht, dass man einfach Sachen verändern soll. Das würde ich immer klarstellen. Nicht einfach nur sinnlose Veränderungen wie Paper Mario Stickers dann und sagen, Veränderung, nicht immer das Gleiche, geil. Sondern, tatsächlich intelligent sich anschauen, was ist die Stärke von Star Fox und wie können wir das ausbauen. Aber bevor sie nicht dieser Wille da herrscht, glaube ich, dass es nicht die beste Idee ist. Hey Gab, könntest du vielleicht mal eine Spin zu Danganronpa machen? Ist, soweit ich weiß, ein PlayStation Portable Spiel. Ich weiß nicht, ich habe es im Moment nicht geplant, von daher im Moment eher nicht. Würde es noch ein Let's Play zu Super Mario Maker geben? Wenn du schon ein eigenes Level erstellt hast, könntest du eine Level-ID nennen. Ich habe keine eigene Level erstellt, ob es noch ein Let's Play zu geben wird, weiß ich nicht. Im Moment warte ich mehr oder weniger darauf, dass wenn noch eine Switch-Version rauskommt. Ich weiß ja nicht, wie man da effektiv gut bauen sollte. Oder das Gamepad, aber ich bin auf jeden Fall, was das angeht, am Warten. Im Moment habe ich es allerdings eher nicht geplant, obwohl ich mal 4 Videos dazu schon aufgenommen hatte. Bisschen schade drum, aber ich wüsste gerade echt nicht effektiv, wie ich Mario Maker einbauen sollte. Von daher. Wird es in Mario Kart 8 Deluxe auch noch Community-Rennen geben, so wie in Mario Kart 7? Das ist definitiv eine Möglichkeit. Ich müsste mal genau überlegen, wie ich das anstelle, aber ich vermute, dass das dann über Discord laufen würde. Das heißt, wer Interesse an Community-Rennen hat, kann auf jeden Fall mal meinen Discord-Server betreten und dann kann man sich das mal gemeinsam überlegen. Wie bist du auf das LP'n gekommen? Dadurch bin ich damals darauf gekommen, weil ich nach einem Walkthrough zu Pokémon Rot und Blau gesucht habe, weil ich mal zufällig im Jahr 2007, glaube ich, auf Google Videos jemand gesehen habe, der Pokémon Gelb gespielt hat und ich mir dachte, hey, das ist ja voll cool. Da kann ich einfach dabei sitzen und zuschauen, wie der Pokémon fängt. Und das hatte irgendwie was. Und dann habe ich einen guten Walkthrough zu Pokémon Rot und Blau gesucht, habe keinen gefunden, weil alle extrem gewascht sind und ich schon damals gewaschte Pokémon-Spiele überhaupt nicht leiden konnte, wo man einfach durchrennt, alles ignoriert, was geht und so schnell wie möglich zum Ende kommt. Was ich gemerkt habe, meine Philosophie ist, die ich bis heute teile. Aber ja, und da habe ich eben einen gefunden, der hieß Slowflake, aber der hat Let's Plays gemacht. Und ich bin da mal rein und hab gesagt so, oh nein, wieso, jetzt habe ich ja nicht mal einen gefunden, der irgendwie 94 Parts für Pokémon Rot konnte, das war damals auch 10 Minuten, denkt dran. Also ist endlich mal richtig durch, wieder statt durchzurennen wie so ein Verrückter und dann labert er die ganze Zeit. Ich möchte doch nicht zuhören, wie der Typ labert, da hab ich einfach mal hingehört und so, ey, der Typ ist urkomisch.
Und dann habe ich meine Liebe fürs Let's Playen entdeckt. Und so bin ich Let's Player bis heute, weil ich habe kurz danach angefangen im Jahre 2008. Videos von damals sind dann nicht mehr da, aber so lange mache ich das jetzt in etwa schon. Ich glaube, ich habe die genauen Zeiten rausgerechnet, aber... Wie schätzt du die Entwicklung des Item Balances in Mario Kart ein und braucht es momentan noch Verbesserungen? Wenn ja, an welchen Stellen? Definitiv Verbesserungen, sage ich mal. Ich glaube, das größte Problem ist, diese neue Regelung, die ich zwar verstehen kann, aber die meiner Meinung nach zu viel Probleme verursacht, nämlich, dass zukünftig nur noch gemessen wird, wie weit weg man vom Ersten ist und danach dann die Items vergeben werden. Zufällig. Das ist ein Problem, weil das sorgt eben dafür, dass gerade in solchen Strecken ich direkt neben jemandem stehe und derjenige einen Kugelwilli haben kann und ich dafür eine Banane bekomme. Weil einfach die Tatsache, dass ich ein Platz niedriger bin, nicht eindeutig genug gewichtet wird. Und sozusagen dann alle mehr oder weniger die gleiche Chance haben, aber bei einem viel zu großen Spektrum. Das ist, glaube ich, hier das allergrößte Problem. Ansonsten ist es mit den Doppel-Items einigermaßen gut geworden, sage ich mal. Man bekommt nicht mehr so wie das Münz-Item, sondern auch noch andere Items, die man verwenden kann. Und die Hupe kommt ausreichend häufig, sage ich mal, um Stachy abzuwehren oder Pilze, wobei Pilze auf dem ersten Mal sehr selten sind. Aber ja, also da sehe ich relativ wenige Probleme. Aber das muss ich dann, glaube ich, doch verbessern. Oder dass man tatsächlich einen kleineren Radius hat, dass man dann sagt, okay, wenn du so und so weit weg bist, hast du eine ziemlich hohe Chance zum Beispiel auf einen Kugelwilli. Damit eben, dass da nicht so ist, dass Leute exakt gleich weit entfernt sind, mehr oder weniger, und einer dann plötzlich davon rast, wenn die anderen komplett aus der Röhre gucken. Versteht ihr, was ich meine? Okay, die Entwickler von Paper Mario meinte, dass das nächste Paper Mario ein komplett neues Kampfsystem machen werden, was weder auf Sticker-Star noch den alten Teilen basiert. Was ist dem, willst du dir vorstellen? Was könntest du dir vorstellen? Also, ich weiß jetzt nicht, wo du das Interview her hast. Und daher, ich kann das auch nicht nachprüfen. Ich sag mal so, ich habe jegliches Vertrauen in Intelligent Systems, was ein innovatives Kampfsystem angeht, verloren. Das in Stickerstar und Keller Slash und eines der schlechtesten Kampfsysteme, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Also eines der wenigen Kampfsysteme waren, wo Kämpfen komplett sinnlos war, sogar kontraproduktiv war. Und nein, dieses bisschen Farbe, was man in Color Splash aufstuft bekommt, ist nicht genug Motivation, um ständig zu kämpfen. Und dann hat man das auch noch total vergimmicky gemacht. Also das ist schrecklich. Bei Fire Emblem funktioniert hingegen das Kampfsystem seit Jahren hervorragend, genauso wie sie es geplant hatten. Und von daher verstehe ich nicht, mein Kleiner hat Miyamoto ein bisschen was zuzusagen gehabt, aber soweit ich weiß, hat er nichts bezüglich des Kampfsystems gesagt, warum sie jetzt bei Paper Mario immer ihre Experimentenschublade rausholen müssen und dann so ein komisches Jump-Man-Kampfsystem haben wie in Super Paper Mario oder ein komplett sinnloses wie in Stickerstar oder ein bisschen weniger sinnloses, aber komplett Gimmick-behaftetes wie in Color Splash. Ich habe was besser gewünscht, bin ich das Vertrauen verloren. Das MD-Cube ist nochmal hinbekommen, tatsächlich ein Mario Party zu machen, was ein gutes Kampfsystem, was einfach funktioniert. Und daher kann ich dir jetzt echt nicht sagen, wie das aussehen würde. Ich meine, ich könnte vielleicht meine Ansicht mal geben, aber für heute ist dieser Part erstmal beendet. Danke für die Aufmerksamkeit für diesen Part. Mario Kart Deluxe. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Folgt mir auf meinen Social Media Kanälen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei vielen, vielen Fahrten. Mein Business hier und unterstützt eure Page. Wenn nichts, findet ihr in der Videobeschreibung. Stellt mir natürlich weitere Fragen auf Ask.fm. Auch das findet ihr in der Videobeschreibung. So, Leute. Ich hab gerade hier beendet und habe gesehen, dass ich endlich 5000 Münzen gesammelt habe. Wie ihr wisst, habe ich im normalen im Einspielermodus alle Gold-Sachen bekommen. Gold Mario, Gold Reifen, Gold Kart, aber den Goldleiter noch nicht. Und ich habe gesagt, bevor ich Sinuspunkte fahre, warte ich einfach ab, bis ich es im Online habe. Und jetzt habe ich es erreicht. Ich habe damit offiziell alle Kart-Items gesammelt. Yay. Okay, bis zum nächsten Mal.